the jungle out there. Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute gehen wir in den Dschungel eine Kamera abholen. Und es wird spannend, denn ich schneide heute zum ersten Mal mit dem Profi-Programm Final Cut Pro. Und das sind noch viele Baustellen für mich. Wenn ihr meinen letzten Film gesehen habt, der da, Mordüberfall eines Fuchses auf eine Kanada-Gans. Ich verlinke den hier oben. Der kann sich erinnern, dass ich auf dieser Halbinsel war, auf der ich mir dann meinen Meniskus zum zweiten Mal in diesem Jahr beschädigt habe. Ich bin jetzt auf dem Weg dahin und hole die Kamera ab und schaue mal, was es innerhalb dieser letzten 3 Wochen gegeben hat. Meine Frau hat nämlich zu mir gemeint, wenn du sie heute nicht holst, dann wird es wahrscheinlich schwierig, denn wir erwarten eine Woche lang Regen. Und was das für dieses Gebiet hier bedeutet, ist relativ klar. Dann würde man also hier über längere Zeit nicht mal reinkommen. Und so lange würde wahrscheinlich die Batterie auch nicht halten. Ich habe die Campak T80 dort hängen. Und die gehen wir jetzt holen. Da habe ich einen Weg gefunden, der ein bisschen einfacher zu gehen ist. Obala. Letztes Mal bin ich durch die grüne Hölle da hinten. Jetzt gehe ich näher am Teich entlang. Da ist es doch wirklich kommoder. Bis auf die Stellen, wo man gar nicht mehr durchkommt. So, das ist so eine enge Stelle, die ich das letzte Mal entdeckt habe. Ich sehe schon, hier sind Wildspuren drin. So scharfe kleine Fußabdrücke, das ist Rotwild, das ist ein Reh. Und die haben natürlich hier Wasser und alles. So, müssen wir durch den Morast. Es hat heute gut geklappt. Und ich bin hier auf dem Weg nach oben und sehe eine Kameratarnung. Schaut euch das an. Das ist doch ideal, um eine Wildkamera zu verstecken. Und da hinten irgendwo muss meine T80 hängen. So, jetzt schauen wir mal, was die gute Campak gemacht hat in dieser Zeit. So, ich habe das schon mal gesichtet und ich sehe 73 Aufnahmen. Einige davon von mir. Ich habe die durchgescrollt und was ich also gesehen habe, da sind einige neue Gäste. Das bin ich beim Aufhängen. Hier war ein Dachs, also das erste Mal, wo ich einen Dachs hier sehe. Hier links ist was Größeres, das scheint Rehwild zu sein. So, und das Schönste, was ich dann gesehen habe, Rehwild. Das Schönste, was ich gesehen habe, ist noch der Rücken einer Wildkatze. Und das hätte ich hier überhaupt nicht erwartet. Also, liebe Leute, das wird eine Stelle für die Browning werden hier. Das sind nun die von mir aussortierten Dateien auf meinem Rechner. Für diesen Film habe ich 22 Aufnahmen ausgesucht. Ich hatte die Kamera versuchsweise auf Foto und Video gestellt, also ein Foto gefolgt von einer Videoaufnahme. Das war der erste Fehler, den ich gemacht habe, denn die Delay-Zeiten der Kamera ist so lang, dass ich mir mit dem ersten aufgenommenen Foto das Video in der Bewegung beschneide. Das heißt, bis die Kamera wieder auslöst, vergeht einfach zu viel Zeit und das Objekt bewegt sich in dieser Zeit zu weit weg. Der zweite Fehler war, die Kamera auf die vermeintlich bessere Videoqualität von 1296p einzustellen. Hier handelt es sich wie in der Branche üblich um einen künstlichen interpolierten Wert. Die Einstellung in 1080 wäre besser gewesen, weil in der Qualität mindestens gleich gut und im Format wesentlich besser passend zum Video. Und gleich in der ersten Nacht Besuch, nämlich das Reh, von dem ich die Fußspuren gesehen habe, und ein Baummarder. Da war ich ganz gespannt und hoffte auf mehr Fotos oder Bilder, aber leider alle zu weit weg. Ja, das Reh war dann auch über Tag da und mich wundert, dass sie die Kamera, die an einem Baumhaken sehr dominant und ungetarnt hing, nicht gescheut hat. Sie fühlen sich in diesem Bereich also ziemlich sicher.
Und in diesem Gebüsch etwas weiter hinten wohnt auch ein sehr flinkes Eichhörnchen, das hier den Stamm hinauf rast, die gleiche Farbe wie der Baumarder, der in der Nähe wohnt. Sind beide an der Figur aber gut zu unterscheiden. Hier ist der Baumarder. Man sieht die gleichen Farben, aber sehr viel kräftiger. Ja, und hier ist er. Wegen ihm bin ich eigentlich hier auf diese Insel gekommen, weil ich vermute, dass sein Vater wahrscheinlich hier die Gänse aus dem Wasser zieht. Und das ist ein Jungfuchs, der sich hier auch wohlfühlt und regelmäßig hier an dem Ufer entlang schlich. Und die allergrößte Überraschung überhaupt ist diese Wildkatze. Man sieht hier ein Foto und auch hier wieder die Delay-Zeiten versauen mir eigentlich alles. Hier sieht man die Wildkatze nur noch im Vorbeimarschieren. Aber deutlich zu erkennen der Aalstrich, der kurz bis zum Schwanz geht. Ein sagenhafter Fund hier in dieser Ecke, wo ich sie überhaupt nicht vermutet hätte. Der junge Spießer, ein sehr schönes Tier, war ganz oft hier. Und das Schöne bei diesen Aufnahmen ist, dass ich endlich auch mal Aufnahmen bekomme in einem noch akzeptablen Licht. Es ist hier 20.31 Uhr und wir Farbaufnahmen von diesen wunderschönen Tieren erhalten. So, im Video haben wir den 11.06., 5.16 Uhr und bis zum Rausholen der Kamera am 19.06. ist anscheinend nicht mehr viel passiert. Aber dann war da noch der Dachs. Und das ist der erste Dachs, den ich überhaupt in unserem Gelände entdeckt habe. Ich freue mich sehr über diese Aufnahme. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon wieder. Auf dem Rückweg habe ich beschlossen, und das ist mittlerweile in die Tat umgesetzt, dass die neue Browning mit der schnellen Auslösung an diese Stelle muss. Ich habe nun drei Kameras mittlerweile im Revier aufgehängt und dort eine Art Wildpfad ausgemacht, den es anscheinend gibt, und die Kameras werden diesen Wildpfad beobachten. In frühestens 4 Wochen werde ich wieder hierher kommen. Bis dann. Vielen Dank für deinen Besuch und ich freue mich über einen Daumen nach oben. Bis bald.